Komm schon. Haha. Ja, wir haben wieder ein Haus. Ein weiteres. Moin, und herzlich willkommen zurück zu Dawn of Man. Wir sind jetzt beim letzten Mal so weit gekommen, dass wir uns auf jeden Fall schon 3 Getreidefelder angelegt haben und unsere Nahrungsversorgung noch ein bisschen optimiert haben. Dafür haben unsere Bewohner keine Kleidung. Genau, wir haben auch angefangen, Lehm zu sammeln und die ersten Hütten zu upgraden. Die ersten Zelte hier, also die ersten Zelte sind zu Hütten geworden. Beziehungsweise die erste Hütte wurde aus einem Zelt herausgebaut. Ja, wie so ein Schmetterling aus einer Raupe wird, ist eine richtige Hütte aus einem Zelt entstanden. Und das gleiche passiert hier und hier. Wir haben keine Feuersteine. Genau, das war das andere Problem, was wir hatten. Wir hatten nicht genug Feuersteine, deswegen hatte ich hier eigentlich auch schon 2 Minen gebaut. Allerdings müssen die da erstmal das Zeug hinschleppen. Und das gefällt denen nicht. Da sind sie irgendwie ein bisschen depressiv deswegen. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Moral ist ganz schön weit unten. Die Moral von der Geschichte ist, schindere deine Leute nicht. Das ist die Moral von der Geschichte, schindere deine Leute nicht. Der hier ist sauer, der ist sauer. Was machen die eigentlich, wenn die sauer sind? Machen die dann Aufstand? Ich hoffe es mal nicht. Wie viel Lehm fehlt jetzt hier? Einmal Lehm. Bei allen Einrichtungen fehlt einmal Lehm. Das Kind hat Lehm. Das ist gut. Das soll den Lehm da mal schön aufpacken. Genau, wir haben beim letzten Mal auch schon ganz viele tolle Sachen gemacht. Wir haben geforscht, bis die Sparte knackt. Wir haben einen Angriff abgewehrt. Auch ganz wichtig. Also wir waren fleißig gewesen, auf jeden Fall. Aber diese langsamen Kinder mit ihrem Lehm, tragen das jetzt natürlich auch alles nur in dieses eine Lagerzelt, Karl-Lagerzelt, weil das Lagerzelt hier wird ja gerade geupgradet. Wie die alle schlechte Laune haben. Wir müssen mal irgendwie was gegen die schlechte Laune unternehmen. Warum haben die denn schlechte Laune? Das würde ich gerne mal wissen. Kann man die Laune irgendwie sehen? Kann man sich die Launen anzeigen lassen? Ressourcen, gruppierte Ressourcen, Transportmittel, Tiere. Scheiße, wir brauchen Feuersteine. Moment. Ja, wir haben keine Feuersteine. Ich weiß. Was soll ich denn machen? Hier ist noch eine Mine. Naja, weißt du was? Dann bauen wir das jetzt halt einfach mal noch hier hin. Genau. Haben wir dafür noch Holzscheite? Wir haben 8 Holzscheite, genau, und 6 brauchen wir, alles gut. Wir müssen, glaube ich, auch noch mehr solche Totems bauen, dass die ein bisschen mehr beten können noch. Weil nur wenn die beten, genau, steigt die Moral. Ein bisschen ungünstig, wenn die nur in der Stadt beten können wahrscheinlich. Ah, hier wird die Hütte geupgradet. Sehr gut. Oh ja, ja, beide werden geupgradet. Nice, das Lagerzelt auch. Das ist dann jetzt kein Lagerzelt mehr, das ist eine Lagerhütte. Du brauchst mehr Sachen zum Anbeten. Ja, glaube ich auch. Wir haben eigentlich 3 Totems. Ein kleines und 2 große. Da bin ich schon jetzt ein bisschen erstaunt, dass wir da so unterbesetzt sind, quasi, was Totems angeht. So viele beten aber auch gerade gar nicht. Guckt mal. Es betet gerade nur einer. Ein neuer Mönch wurde geboren. Sehr gut. Jetzt muss mal hier das Häuschen fertig werden. Wir können uns das ja mal aus der Nähe angucken. Wie sieht das basteln? Haha! Einige unserer Einwohner haben keine warme Kleidung. Ja Mensch. Sehr blöd. Aber gut sieht's aus, wie sie bauen. Es ist ja Sommer gerade, oder? Es wird ja Frühling jetzt. Also der Winter ist ja vorbei, da brauchen wir ja nicht unbedingt warme Kleidung. Alles gut.
Das braucht ganz schön lange, bis das Dorf, also bis dieses Upgrade durch ist, ne? Ich meine, da bauen zwei Leute dran an jedem Haus und das dauert schon. Jetzt ist es fertig. Fast. Oben fehlt noch ein Schniebel. Ein kleiner Schniebel fehlt noch. Komm schon. Komm schon. Haha. Ja, wir haben wieder ein Haus. Ein weiteres. Eine weitere Haushütte. Hüttenhaus. Hoppla. Kann ich eigentlich jetzt hier Arbeiter zuweisen? Die haben ja immer noch nicht fertig gebaut. Alter, wie lange dauert denn das hier bitte? Krass. Kein Wunder, dass wir nichts bekommen. Lagerhütte ist auch bald fertig. Na, wir brauchen mal mehr Häute und sowas. Warte mal, wir müssen mal irgendwie was jagen wieder. Jetzt ist es ja auch wieder Saison. Ja, wir sind in der Jagdsaison. Da müssen wir mal wieder was töten. Ja, erstes Bauwerk, Lagerhütte, Wissen plus 1. 4 Wissenseinheiten haben wir jetzt. Genau, wie war es eigentlich mit der Forschung? Was wollten wir eigentlich zunächst forschen? Wir brauchen Steinschleifen haben wir schon für die Kupferzeit. 20 Wissen. Ganz schöne Ansage, 20 Wissen. Das ist meine Ansage. Ich mach mal die Predatorsicht an, ob hier irgendwo Tiere sind, die wir mal jagen können. Sieht schlecht aus. Hier ist ein Schwein. Holt euch das mal. Da kommen hier wieder die Urzeitrinder. Da sind Urzeitrinder. Da ist noch ein Schwein. Wir holen uns erstmal die Schweine und dann die Rinder. Also die großen Bisons da. Das muss doch laufen. Ja, jetzt wird nämlich auch langsam wieder das Essen knapp. Die Brote sind alle weggegessen. Wir haben keine Brote mehr. Wir hatten beim letzten Mal aber auch nur ein Feld geerntet, kann ich mich erinnern. Auf den anderen Feldern ist noch gar nichts gewachsen. Desvasion. Wie sie hier schwimmen. Urzeitliches Bison, das ist jetzt da alleine. Da gehen zwei Leute auf die Jagd, wie es aussieht. Oder gehen die fischen? Jagd Rentier. Nee, geht nach Rentier. Habe ich ein Rentier markiert zum Jagen? Oh ja, stimmt. Ach ja, das ist ja hier die Zone, die Jagdzone, die wir eingeteilt haben. Stimmt, wenn da Tiere reinlaufen, werden die automatisch gejagt. Stimmt. Das ist doch gut, das ist gut. Kann man mal machen. Was fehlt denen denn? Wasser fehlt. Die Wege sind jetzt halt sehr lang. Haben wir nicht irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie so Transportmittel zu machen? Bau ihnen einen PC, dann können sie Subnautica Below Zero spielen. So ein Quatsch. Okay, warte. Ich möchte mal schauen. Was kann ich denn hier noch so bauen jetzt? Bessere Wohnhäuser natürlich. Oh, da ist einer gestorben. Goroka ist an Altersschwäche gestorben. Hier. Wie tragisch. Die hat einen Faustkeil fallen lassen. Holt ihn euch. Ja, erstmal plündern, genau. Erstmal ausziehen. Sehr gut. Schön ausziehen erstmal. Ja, alles mitnehmen, genau. Schön die Leiche fleddern. Ganz wichtig. Recycling und so. Das ist echt wichtig in der Steinzeit. Da wird einem nichts geschenkt. Gejagt, Rentier, Wissen plus 1. Sehr gut. Sehr gut. Oh, da hat es aber einer eigentlich. Geh zu Trotalk. Was?
Was? Wer? Wo? Ach so, da hinten. Was? Rentier ist geflohen. Was soll das? Warum fliehen diese Rentiere? Die Bisons laufen einfach durch unser Dorf durch. Auch geil. Sie bieten sich quasi an. Sie wollen unbedingt geschlachtet werden. Warst du schon auf einem Bauernhof? Ja, war ich schon tatsächlich. Ist aber schon ewig her. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Fell. Jetzt müssten sie eigentlich auch wieder Klamotten herstellen können. Jetzt müssen wir nur noch den Engpass mit den Feuersteinen mal abhaken. Irgendwie. Hier sind doch auch Feuersteine. Die sind doch viel näher dran. Warum baue ich denn da eigentlich keine Mine? Ich bin auch so schlau. Ich baue überall Minen, weißt du? Aber da, wo es am nächsten dran ist, da baue ich keine. Moment. Hier. So. Kann ich die anderen Minen denn nicht? Warte mal, hier, wir brauchen doch hier nicht zwei Minen. Hier, warte, die können wir doch abbrechen. So. Und die andere hier, die breche ich jetzt auch ab. Abbrechen. So, dann haben wir nämlich wieder das Material für die Mine hier, die näher dran ist. Warum habe ich die denn nicht gesehen? Ist auch schlau. Weil da nicht viel drin war, oder? Da war nicht mehr so viel drin. Egal. Wir werden es sehen. Spielbärs schlechter Ruf eilt ihm voraus. Die Tiere denken sich nur so, rette sich, wer kann. Wer wohnt hier jetzt eigentlich? Ich sage jetzt nicht der Igel. Hütte. Hütte, die brauchen Brennstoff. Die Hütten hier. Die brauchen Holzscheite. Wir müssen Bäume fällen. Wir müssen Bäume fällen, um Gottes Willen. Die wollen es warm haben. Die haben eigene Feuerstellen in ihren Häusern. Okay, wir upgraden aber auch gleich direkt nochmal die anderen Hütten hier. Das kann nicht verkehrt sein. Wie sie sich da ums Feuer versammeln, sehr schön. Oh, hier wächst auch jetzt wieder was, sehr gut. Sie haben wieder angepflanzt. Muss das eigentlich jemand machen? Muss da eigentlich einer dann stehen und das aussehen? Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Oder wächst das einfach von alleine wieder? So, schauen wir doch mal. Hier tragen sie das Fleisch ran, sehr gut. Die jagen jetzt aber nicht automatisch die Bisons, wenn die Bisons in das Jagdrevier reinlaufen, oder? Das wäre ein bisschen komisch. Kann ich bei dem Jagdrevier eigentlich Eigenschaften einstellen? Welche Tiere bejagt werden sollen? Nee, ne? Geht nicht. Die sind doch schon drin. Die werden nicht bejagt, die Bisons, okay? So, da würde ich sagen, wir suchen uns jetzt noch irgendwie eine andere leichte Beute aus. Was ist das hier eigentlich? Oh, Erdbeeren. Und was sind das hier? Haselnuss. Oh, lasst uns hier mal noch so ein Sammelgebiet einstellen. Wilde Pflanzen sammeln. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Predatorsicht. Na, so viele Tiere, die lohnenswert sind, gibt es hier jetzt gar nicht. Bei den Bisons ist halt so eine Sache, da müssen wir halt alle, also mit vielen Leuten drauf gehen. Und da weiß ich jetzt halt nicht, ob das so schlau ist, wenn wir keine Feuersteine haben, wenn die damit ihre Werkzeuge auch nicht reparieren können. Oder ihre Waffen halt, die haben wahrscheinlich alle nicht mehr so gute Waffen. Und die sind auch nackt. Man könnte meinen, dass keine Werkzeuge vorhanden wären, um die Mine für die Feuersteine zu fertigen. Ja, aber da komme ich ja dann aus der Sackgasse nicht mehr raus. Ich meine, wo sind denn hier noch Feuersteine, die ich einfach so nehmen kann?
sind doch keine mehr. Sind doch alle nur noch unterirdisch. Hier ist sogar Kupfererz und so. Aber es ist kein Feuersteinvorkommen mehr so an der Oberfläche halt. Ich kann ja noch mal ein bisschen gucken hier, aber ich meine, hier ist nichts mehr. Was ist das? Zinn. Zinn ist da sogar. Da ist Feuerstein, aber ganz schön weit weg auch alles. Ich meine, man kann in den Minen auch oberflächlich abbauen. Das geht. Ich kann hier jetzt sagen, holz das ab. Oder hol da was raus. Aber dann hätte man wieder nur so einen kleinen Schwung halt. Ich weiß jetzt halt auch nicht, ob es daran liegt, dass sie keine Werkzeuge haben, um da was abzubauen. Schwer zu sagen halt. Eigentlich, es dürften ja eigentlich nur Baumstämme fehlen. Die müssen die ja nur dahin tragen eigentlich. Naja. Ist schon etwas komisch, wenn ich ehrlich bin. Und so richtig arbeiten tun sie irgendwie auch gerade nicht. Ich mach mal die Zeit ein bisschen schneller. Auf vierfach. Ich meine, hier fällt ja auch keiner mal den Baum. Oder die Bäume, die ich hier markiert habe. Das macht ja auch keiner. Ein neuer Mönch wurde geboren. Sehr gut. Aber Klamotten haben wir jetzt wieder. Ein paar mehr. Also Klamotten sind gerade kein Problem. Es sind wirklich nur die Feuersteine. Ich warte mal, wenn der Händler wieder vorbeikommt. Der Händler muss ja irgendwann wiederkommen. Dann handeln wir einfach mal ein paar Feuersteine, würde ich vorschlagen. Ziehen die Bisons gerade weiter? Ich würde doch irgendwie noch gerne mal so einen Bison töten. Haben wir vielleicht irgendwie ein krankes Tier hier oder so, was wir mal erlegen können? Komm, wir probieren das jetzt mal. Wir greifen jetzt mal das Bison an. Wird wahrscheinlich absolut schief gehen. Hier ist jemand schon auf dem Weg. Geht zum Trinken. Okay. Machen die gerade ein Upgrade von dem Lagerzelt? Ja, stimmt. Das habe ich ja auch befohlen, dass sie das machen sollen. Ich erinnere mich. Jetzt fehlt Holz. Ah ja, da haben sie auch geholzt. Sehr gut. Geht jetzt irgendwer das Bison jagen eigentlich? Wo sind die eigentlich hin? Die sind weg. Die sind verschwunden. Die sind ausgebüxt. Oder? Ne, hier sind sie doch noch. Ja, die Jäger sind immer noch damit beschäftigt, hier hinten irgendwo... ja, hier. Fleisch von einem toten Tier zu sammeln. Okay. Na, mal gucken. Solange nicht wieder nur einer da hingeht zum Bison, um das zu töten, ist das ja alles gut. Urzeitliches Bisonangriff. Ah, zwei Leute gehen hin, okay. Alles gut. Ja, ja, ja. Ja, nice. Sauber. Bison tot. Bisschen Fleisch wieder hier. Ich mach mal noch ein Drying Rack. Hier so ein Trocknungsding. Oh, Getreidespeicher. Warte mal, das ist auch wichtig, glaube ich. Das sollten wir auch mal haben. Wir haben so viel Getreide hier. Wenn das geerntet wird, das muss ja auch gelagert werden. Da habe ich bis jetzt noch gar nicht dran gedacht, lol. Mach mal den mal hier hinten in die Ecke. So. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also, warte mal. Wir haben jetzt, wir brauchen noch Nahrungstrockner, genau. Wollte ich noch einen machen. Mach mal den mal hier hinter. Hinters Feld. Wir haben keine Feuersteine. Was soll ich denn machen, wenn ihr keine sammelt?
Hier, ich habe euch doch dahin geschickt. Hat das mal einer gemacht jetzt mittlerweile? Ah ja. Hier ist jetzt einer am Klopfen. Warte mal, die Mine hier breche ich jetzt auch noch ab. Die ist auch noch nicht fertig. Und dann sage ich lieber, geh lieber nochmal dahin und baue nochmal so ab. Und bei der Mine hier, die wird dann hoffentlich bald fertig. Und dann können wir da schon mal ein paar rausholen. Dann sollten wir diesen Engpass hoffentlich erstmal überwunden haben. Und wenn dann der Händler kommt, hole ich mir auch nochmal ein paar Feuersteine beim Händler. Weil ich glaube nämlich, das ist auch ein Grund, warum die so unhappy sind. Weil die Feuersteine fehlen. Ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Guck mal, das dauert jetzt schon so lange, dass wir nicht genug Feuersteine haben. Und die werden immer trauriger. Ich weiß nicht, woran es sonst liegen soll. Wahrscheinlich, weil die mit altem Werkzeug die ganze Zeit arbeiten, oder? Gorak hat sich eine Infektion zugezogen. Oh nein, Gorak! Aber Gorak! Das ist eine Frau. Ich hätte gedacht, Gorak ist ein Mann. Aber Gorak ist eine Frau. Sie ist infiziert. Wir müssen sie separat halten. Aber sie trägt immer noch Stämme durch die Gegend, ne? Typisch Steinzeitfrau. Ja, so Infektionen. Egal. Weiter geht's. Immer schön weitermachen. Schleppen, schleppen. Immer weiter schleppen. Ein neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten. Zwei Leute. Wie viel Kapazität haben wir noch? 36, okay. Der Händler ist angekommen. Okay. Der hat auch nur einen Feuerstein. Oh, da habe ich direkt gegens Mikro geschlagen vor Aufregung. Der hat auch nur einen Feuerstein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ziegendomestizierung hat der. Das müssen wir eigentlich kaufen. Ah, warte mal. Wie macht man das jetzt am blödesten? Dadurch, dass ich jetzt natürlich... Seit wann haben wir einen Bogen? Den haben wir abgenommen von den Toten, ne? Ich erinnere mich. Warte mal, ich muss das jetzt mal irgendwie hinkriegen, dass wir... Dass wir das bekommen. Wir müssen das kriegen. Und wenn ich hier das ganze Fleisch dafür hinlegen muss... Ja, ist halt jetzt das Problem. Wir haben nicht mehr so viele Werkzeuge, die wir jetzt verkaufen könnten. Klamotten sind halt viel wert. Aber, ja, wenn ich die jetzt verkaufe, haben wir die im Winter wieder nicht, ne? Schwierig, schwierig. Warte mal, Fleisch. Oh Gott, ey, wir müssen alles hingeben. Das letzte Hemd müssen wir hingeben. Scheiße. Hier die Tomahawks. Die Sicheln. Ah, warte, jetzt haben wir gleich genug. So könnten wir den Deal machen. Alter Schwede. Okay, das ist jetzt ein richtiger Schlag ins Konto, ey. Aber dafür haben wir jetzt Ziegendomestizierung. Nicht schlecht. Wir könnten jetzt uns Nutztiere halten. Erstes Bauwerk. Feuersteinmine. Na, endlich. Da, endlich haben wir ein Minenloch. So, dann sagen wir mal hier, baue ab, genau. Das wird automatisch gemacht. Ja, sehr schön. Wunderprächtig. Und das Lager ist jetzt auch fertig. Jetzt bräuchte man nur noch Ziegen zum Domestizieren eigentlich. Aber die sind gerade nicht auf der Durchreise. Ich guck mal, ob welche irgendwo auf der Map sind, die wir vielleicht domestizieren können. Hier ist was. Was ist das? Ach, ein Bison. Brauchen wir nicht. Oh, ein Karibu. Warte mal, hier. Ah, da ist eine Ziege. Warte mal, stopp, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Steinbock. Nee, schade. Das ist nur ein Bock. Das ist keine Ziege. Mist. Auch nur ein Steinbock. Was ist hier? Ein Schwein. Da! Mufflon. Hm. Zählt auch nicht als Ziege. Wo sind denn die Ziegen hin? Habe ich die schon ausgerottet?
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist nur eine Ziege ohne Euter. Also meinen Leuten geht es irgendwie nicht so gut. Ich weiß auch nicht warum. Aber die sind jetzt am Ernten. Vielleicht geht es denen dann besser. Wenn sie einmal ernten. Fällen wir mal die Eiche. Was ist das? Nee, Fichte. Fichte, ich wollte gerade sagen, ist doch ein Nadelbaum. Wie kann denn das sein? Ist denn da schief gegangen? Und die Birke fällen wir auch. Warum sind die so down? Brauche ich wirklich mehr von den Totems vielleicht? Ich bin irritiert. Ich bin minimal irritiert. Naja, auf jeden Fall backen sie jetzt wieder Brot. Es wird auch wieder Getreide geerntet und so. Einige unserer Einwohner haben keine warme Kleidung. Ja, das ist natürlich ungünstig. Schön vor dem Winter nochmal. Da müssen wir doch noch ein paar Tiere erlegen jetzt, damit wir wieder Felle kriegen. Hier ist Feuerstein. Habe ich das denn bisher nicht gesehen? Bauen die jetzt mal hier das Getreidelager? Ja. Jetzt wird es nämlich langsam Zeit. Wir haben ganz viel Getreide. Wir müssen das einlagern. Ich kann mir das ja mal aus der Nähe angucken. Getreidespeichel. Ein Speicher fürs Getreide. Warum steht der eigentlich auf Stelzen? Ja, einige unserer Einwohner haben keine warme Kleidung. Müssen sie halt im Haus bleiben im Winter. Meine Güte. Die werden das schon schaffen. Das sind Profis. Ist nicht der erste Winter, den sie nackt überstehen müssen. Du brauchst wirklich mehr Totems. Es geht nämlich immer nur einer an einen Totem und bei dir mit 32 Leuten könnte es ewig dauern. Ach so. Ja, ist aber bescheuert. An so einem Totem kann doch mehrere sitzen eigentlich. Scheiße. Okay, na gut, dann schnell noch Totems machen. Moment, wo sind die nochmal? Bei spirituell. Dann machen wir hier hinten noch einen hin. Ein bisschen so an den Ausgängen am besten. Wo sie eh vorbeilaufen müssen. Hier hinten noch einen. Und hier ist ja eh schon einer. Ja, komm, einen noch. Wie teuer ist eigentlich so ein Totem? Oh Gott, ist auch noch so teuer. Na, egal. Was muss, das muss. Oder wir brauchen mal einen Hinkelstein hier. Hinkelstein. Weg mit der Eiche. Mach die Eiche zur Leiche. Oh ja, Getreidespeicher. Sehr gut, sehr gut. Da wird auch Brot eingelagert. Guck mal, vielleicht gammelt dann das Brot nicht mehr so schnell. Das wäre natürlich super. Ja, ich verstehe, was gemeint ist. Die sitzen halt einzeln an diesen Totems dran. Und brauchen natürlich, wenn die entsprechend unhappy sind, lange, damit sie das auffüllen. Und wenn dann der Slot belegt ist, können die anderen natürlich in der Zeit nicht beten. Das erklärt natürlich einiges, ja. Hoffentlich haben wir da jetzt noch rechtzeitig gegengesteuert, gegen diese Tatsache. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der Unmut zu groß wird. Urzeitliches Bisonangriff. Nee, sag nicht, da hat jetzt einer alleine hier einen Alleingang gemacht. Okay, Bison tot, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Haben wir wieder Pelz. Hervorragend. Na, wie viel Nahrung haben wir? 10 Einheiten Brot, 10, nee, 14 Einheiten Korn. 2 Einheiten Mehl. Wieso wird eigentlich jetzt das Fleisch in den Getreidespeicher reingepackt? Habe ich was nicht mitgeschnitten? Ich dachte, das wäre ein Getreidespeicher und kein Fleischspeicher. Komisch. Seltsam, seltsam.
Was tragen die denn da noch alles rein? Naja, immer mehr Getreide. Das ist aber gut. Da sind wir für den Winter auf jeden Fall ganz gut aufgestellt. Gerade auch bei unserer Menge an Leuten, die wir mittlerweile schon haben. Jetzt bräuchten wir nur irgendwie noch mehr von den Totems und mehr Klamotten. Guck mal, wir haben jetzt auch wieder Feuerstein. Sehr gut. Wunderschön. Also wir haben immer noch nicht viel Feuerstein, aber immerhin mehr als vorher. Oh, da ist einer krank. Ach ja, das ist der Jäger. Genau, stimmt. Der hatte das Bison gejagt. Eine Hütte können wir mal noch upgraden hier. Sollte drin sein. Vorm Winter noch einmal schnell. Kleines Upgrade machen. Da sind sie auch schon dabei. Ja, der zweite Totem ist fertig. Gleich. Nicht der zweite, der dritte ist es ja schon. Sehr gut. Da ist schon... Stimmt, warte mal, wir haben schon vier jetzt gleich. Vier Stück, sehr gut. Hoffentlich werden sie dann mal wieder ein bisschen glücklicher. Es sind wieder Plätze frei. Wir haben wieder neue Unterhaltungseinrichtungen gebaut. Ja, sehr schön. Da hinten wird auch einer fertig. Sehr gut. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ist wohl die prähistorische Cornflakes-Variante. Beefflakes. Ja, genau. Du musst ihnen Freizeit geben. Die Hilfeoption siehst du, wenn du Alt F4 drückst. Ja. Ja. Freizeit geben mit Alt F4, genau. Du mich auch. Ich gebe dir gleich Freizeit mit Alt F4. Pass mal auf. So nicht hier. Auf den alten Trick falle ich nicht rein. Ach, guck mal, die nehmen jetzt auch das Fleisch, was fertig getrocknet ist vom Trockner und packen das hier rein in die... in den Getreidespeicher, in das Lager. Vorher hing das ja immer da dran. Ja, das ist geil. Wir haben auch schon 19 Brote wieder und es ist Winter. So muss das laufen. Und die Leute werden auch wieder glücklicher gefühlt. Also wir haben nicht mehr so viele negative Smileys. Aber die Temperatur ist einigen ein bisschen zu niedrig. Kann ich eigentlich noch eine zweite Feuerstelle machen? Ah, Bauwerk errichtet. Totem 5-mal. Wissen plus 1. Oh, wir haben schon 13 Wissen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da können wir bald wieder forschen. Da können wir bald aufsteigen. Ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Also so langsam wird das hier richtig wie so eine kleine Steinzeitstadt, oder? Das kann sich schon echt sehen lassen hier. Voll die Metropole. Das ist Bedrock. Herrlich. Sieht echt gut aus, oder? So, was ist los hier in Steinzeithausen? Wahnsinn! New York, 12.000 before Christ, sehr gut. So sah das da aus. So war das also. Gangs of New York. Gleich kommt Daniel Day-Lewis im Steinzeit-Outfit vorbei und macht sie alle platt. Mit so einer Keule oder alle platt. Auf dem Kopf immer. Hoppla. Der Händler ist angekommen. Oh, vielleicht hat er wieder Technik. Warte mal. Nee, er hat diesmal nichts dabei. Nichts Spannendes. Aber wir können dem mal ein bisschen was verkaufen. Von unserem Stroh. Wir haben ganz viel Stroh. Guck mal. Ich meine, ich habe eh viel Stroh. Also im Kopf auch. Und dann nehmen wir von ihm mal... Was fehlt uns denn? Auf jeden Fall Feuersteine. Und dann
Leder, würde ich sagen. Und dann geben wir ihm noch... Wir haben keine Knochen. Ah, doch, wir haben noch Knochen. Während ich jetzt hier versuche, dem Händler diese Güter abzuringen, ist an der Stelle jetzt diese Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Dawn of Man. Bis dann, ciao, ciao.